Hallo und willkommen zurück zu den Nachrichten des Tages mit Jane Johnson. Bei uns gehen hier haarsträubende Berichte von einer Bande aus finsteren, helmtragenden Handlangern ein, die in den Straßen von New Urbem ihr Unwesen treibt. Es wurden im gesamten Urbem Heights-Bezirk massenhaft elektronische Haushaltsgeräte gestohlen. Noch haben wir keine Informationen, wer diese Hooligan-Bande organisiert. Warum sind sie hinter modernen Geräten her? Niemand weiß es. Aber wenn sie sich in diesem Gebiet aufhalten, behalten sie ihren Fernseher im Auge. Und damit herzlich willkommen bei dem Part 21, würde ich sagen. Ich glaube, das ist Part 21. Ich bin nicht mehr 100% sicher. Aber wir sind fast schon nah dran in die 100% Yard. So. Jetzt müssen wir wieder... Wie viele müssen wir diesmal helfen? Ich würde sagen 2. Weil ich sehe auf der Karte nur 2, oder? Ja, wir müssen nur 2 helfen. Ich kann auch mich... So, ich habe jetzt mal den Weg markiert. Dass ich einmal das getestet habe. So, hallo, was brauchen Sie? Du eine Helfernatur bist. Ich habe gesehen, wie ein Haufen Schurken einen Lieferwagen überfallen hat. Der Fahrer hat jetzt wohl ein Problem. Ich würde ja helfen, aber wer verkauft dann diese Hotdogs? Okay, du Hotdog-Verkäufer. Ich werde das übernehmen. Für das sind auch Superhelden da. Okay. Ich muss den einen helfen. Das dreht aber hin. Ich bin Mr. Trollebau. Bam. Sie haben mein Laster geklaut. Sie waren auf die Elektrogeräte aus, die ich ausliefere. Hightech-Zeug. Sie sind da. Okay. Ich werde ihr aufhalten. So, nimm das! Oh, Tisch. Selbst von denen müssen wir besiegen. Das sind, glaube ich, die Handländer von Zitrum, glaube ich. So, machen wir noch diese Roboter da, der Boot, wo ich oben schwebe. So, und jetzt muss ich das so rüberbringen. Aber so, dass ich jetzt hier einen Unfall baue. So. Ach komm, ich nehme den Abkürzung, wenn ich schon mal hier bin. Ja, das war die Versicherung, als ich den Sender reingefahren habe. So, ich muss nochmal auch... Vielleicht auch Bomben entschärfen oder weiß ich nicht. Oder müsste ich nochmal so ein Laster retten und holen. Mal schauen. So, dann habe ich geschafft. Juhu, du hast es geschafft. Du bist ja ein richtiger Profi in Sachen Rettung. Hier kriegst du lebenslang kostenlose Hotdogs. Okay. Wie wäre mit einem kostenlosen Hotdog? Zutaten kosten extra. Auch nicht schlecht. Aber ich nehme jetzt mal erstes Mal diesen deutschen Stand an mich. 1 von 2. So. Okay, ja, hier vorne ist dann der letzte. Wo wir helfen müssen. Ach ja, die Dame müssen wir helfen. Alarmanlage der Bank piepst schon ewig. Hm? Okay. Ich muss mich auf meine Geschichten konzentrieren. Nicht mal meine Katze Baby kann sich entspannen. Könntest du bitte in der Bank dafür sorgen, dass das aufhört? Ja, was soll ich natürlich machen? Die will eine Bank ausrauben. Der Boss möchte alle Sicherheitsgeräte und die Computer haben. Und was ist mit dem Geld? Steck dir ein paar Scheine in die Tasche. Das merkt kein Mensch. Okay.
So. Die will athletische Sachen klauen. Und klauen alleine auch die Rauben, die auch noch nebenher auch noch die Band aus, bestimmt. So. Nimm das! So. Sieben von denen müssen wir fertig machen. So. Nimm das! Und super Tatte! Wow. Und alle sieben erwischt. So, noch alle städtischen Kostüme einsammeln. Ganz gemütlich und... Müssen wir jetzt hier rüber. Da will einer abhauen. Also, die alte Dame die Taschen stehlen, das geht aber da nicht. Oder ein Radio stehlen. Du stößt ein altes Radio von einer alten Frau. Das sagte die, da hat eine Tasche nicht laut. Aber es war ein Radio. Hier haben sie das Radio wieder. Herzlichen Dank, Liebes. Ich habe gehört, sie klauen allen die elektronischen Geräte. Ich frage mich, warum sie das tun. Ich verstehe auch nicht, warum die das machen. So. Das ist es. Der 14. deutsche Stein. Gute Neuigkeiten. Mit einem tragbaren Radio in der Hand ist man wieder sicher auf den Straßen von New Urbim. Es gingen Berichte ein, wonach die Technologiebande, die im Urbim Heizbezirk ihr Unwesen treiben, vertrieben werden konnten. Leider konnten die bereits gestohlenen Geräte nicht wiedergefunden werden. Die Polizei vor Ort gibt ihr Bestes, um sie zu finden und sucht nach Personen im Besitz von 600 Fernsehern, 300 Haartrocknern und einer Popcornmaschine. Ein Verbrecher, der in flagranti beim Diebstahl eines Mini-Backofens ertappt wurde, sagte, die Stadt würde es noch bereuen, seinen Boss unterschätzt zu haben, den als Syndrom bekannten Schurken. Und da drüben nochmal ein deutscher Stein. Dann haben wir jetzt 41 deutsche Steine damit mitbekommen. Und wir bekommen eine von Syndrom Leuten bekommen wir. Okay. Und wieder ein Disney-Pizza-Bauset. Okay. Jetzt müssen wir noch hier helfen. Dieses Besitz müssen wir helfen, dann noch dieses. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Also, dieses Besitz müssen wir noch helfen. Dann das hier. Und dann haben wir, glaube ich, alle Besitz geholfen. Ich glaube, ich kann bald die 100% Livestream starten, Leute. Okay. Aber jetzt gehen wir mal hier rein. Hier eine erschütternde Eilmeldung. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, Munisiburg zu übernehmen, ist der geflohene unterirdische Superschurke, der Tunnelgräber, wieder aufgetaucht und wütet nun mit seinem Mob aus marodierenden Minenarbeitern im Wohnbezirk. Was möchte der Tunnelgräber? Wer weiß es. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen Gold, Bares und den Schlüssel zur Stadt. Kurz, alles was nicht niet- und nagelfest ist. Moment, eine neue Meldung. Er hat einen Nagelheber dabei. Der Tunnelgräber hat wieder so geschlagen. Aber diesmal tritt wird bestimmt der Tunnelgräber. So, wie viele müssen wir jetzt helfen? Drei, oder? Warte. Ja, wir müssen jetzt diesmal drei helfen. Und hier bestimmt dann zwei. Wenn wir das... Wenn wir es dann gemacht haben. So. Erstmal helfe ich mal die Leute. So.
Ja, das braucht die Feuerwehr Hilfe. Ja, alles an. Ich habe versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, aber vergebens. Hilfst du mir, alles unter Kontrolle zu kriegen? Ja, mach ich. Ich helfe die Feuerwehr. Gerne. Wir müssen jetzt das Feuer zu löschen. Wir müssen aber richtig viel Feuer löschen. Und die machen ein bisschen mehr Feuer als sonst. Okay, ich würde jetzt mal... Also, Elastide brauche ich gerade, glaube ich, nicht. Ich will Sade nicht mehr, den, wo fliegen kann und auch, ja. Ich würde erstmal sagen, hier unten. Ja, erstmal hier unten das Feuer löschen. Und Wassermarsch! So. Feuer ist damit gelöscht. Und ich habe den einen gerettet. So, ich kletter ich mal hier hoch. So. Ich fliege jetzt mal hier hoch. Ich höre wohl eine Katze. Aber erstmal werde ich, hoppla, den die Leute von Kundentreiber erstmal besiegen. So, Wassermarsch. Jetzt für eine schöne Abkühlung. Ihr wolltet doch dann aber abgekühlt werden. So, jetzt nimm das. So. Gut, jetzt werde ich jetzt mal hier das Feuer löschen. Das sei auch vorbei, der Ferne, man. So reichen die auch. Und gerettet. Und im Herrn noch schnell die Steier ist aber. Oder wie? Bin ich hier runtergefallen? Und ich wollte doch die Steine einsammeln. Jetzt sind die weg. Es blendet ja noch in Feuer. Jetzt halt gleich das Feuer mit löschen, mit Wasser. Okay. Wassermarsch. Okay. Das Feuer... trinke ich jetzt nur mit bisschen Trunniper Hilfe gelöscht. Okay, und jetzt muss ich rüberfliegen. Und hier ist auch noch Feuer, wo ich löschen muss. So. Das Feuer noch löschen. Und da war aber alles Feuer gelöscht. So. Danke. Ohne dich wär's wirklich brenzlig geworden. Ja, für die Preisviertel war denn. Wow, jetzt verstehe ich die Redewendung auch. Okay. Und nächste deutsche Stein. 1 von 3. Und 42 deutsche Steine schon. Dann machen wir mal, wenn wir schon mal hier sind, hier rüber. So. Okay, was müssen wir hier machen? Die Stadt braucht deine Hilfe. Ja? Das ist keine Übung. Die Bohrer sind echt. Der Tunnelgräber hat einen Trupp Bohrer im Einsatz und plant, den ganzen Bezirk einstürzen zu lassen. Alles klar. Wahnsinn, stoppen. Ja, wir werden die Bohrer stoppen. Wir müssen seinen Bohrer stoppen. So, erstmal müssen wir nimm das. 4 von denen müssen wir besiedeln. Und dann nehmen wir alle, besiedelt haben wir verschwindete Bohrer. Weil Bohrer kann man glaube ich eh nicht eingreifen. Und? Wer der verschwindende Bohrer? Ja, es ist nicht so rot. So. Okay. Ich habe einmal was eingesammelt von 1 bis 10. Ich habe einmal was kaputt gemacht und habe 1
bisschen eingesammelt. Ohne zu merken. Unbewusst. Weil vielleicht, wenn ich sowas gerade ausgeführt habe. Könnte sein. Naja. Könnte schon gut sein. Unmöglich. So, die ist jetzt wieder aufgeladen. Ich könnte die aufführen. Ich wollte gerade gucken, wo der Bauer hingeht. Wo geht denn der Bauer hin? Und? Ey, ich will gerade eine Supertatte machen. Und Supertatte. Und wieder alle, fast alle vier erwischt. Das, ich erwische jetzt ja alle vier auf einen Streich. Doch nicht. Deine trabst du hier rein. Und schmeißt mich um. Okay. Wir müssen wieder in die Wand reingehen. Wir sind jetzt in die Wand, die Kundeltreiber, Leute. Aber was kann ich hier fliehen und die Band da noch landen. So. So, jetzt soll ich die stoppen. Und ich gehe jetzt so. Ich mache das wieder fertig und dann werde ich auch hier den Part dann damit auch beenden. So. Ich muss hier 8 von denen aufhalten. So, super Tate, Koppel! So. So, jetzt, da kommen noch welche. Mann ey, komm doch aus deinem Versteck raus. Nimm das. Und die letzte. Und jetzt kommt und der eine ist ein Flucht, aber den trete ich. Ich will eigentlich rüber rennen und dann fliehen, weil ich den drehe ich auch so. Ich habe dich. Wo ist denn der? Warte. Ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. So, ich glaube, ich muss das mal mit Mr. Trevor machen. Oder? Mit ey, komm schon. Wie lange dauert es? So, jetzt aber. Das war zwar knapp, aber du hast es geschafft. Die St-